Was ist eine Wochenbettdepression? Depressionen können in vielen Lebenssituationen entstehen. So auch während der Schwangerschaft oder in der Zeit nach der Geburt. Von einer Wochenbettdepression spricht man, wenn Depressionssymptome innerhalb der ersten 12 Monate nach der Geburt auftreten. Die Symptome sind die gleichen wie bei einer üblichen Depression. Das sind zum Beispiel Niedergeschlagenheit, Verlust des Interesses oder der Freude und Antriebslosigkeit. Eine anhaltende Wochenbettdepression kann Mütter stark einschränken, da sich die Symptome auf ihr Verhalten und ihre Gefühlslage auswirken. Betroffene empfinden die Depression oft als sehr belastend. Die Krankheit kann außerdem einen negativen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes haben. Es kann der Mutter aufgrund der Depression schwerfallen, elterliche Aufgaben zu erfüllen, wie die Untersuchung bei Kinderärzten wahrzunehmen, das Kind beim Einschlafen zu begleiten oder für die Sicherheit des Kindes zu sorgen. Von einer Wochenbettdepression sind etwa 8 von 100 Müttern betroffen, bei denen bisher noch keine psychische Erkrankung festgestellt wurde. Bei den meisten treten die Symptome innerhalb der ersten 3 Monate nach der Geburt auf. Wie lange eine solche Depression anhält, ist unterschiedlich. Meist treten die Symptome nur wenige Monate lang auf. Aber auch eine Krankheitsdauer über das erste Jahr nach der Geburt hinaus ist möglich. Ebenso kann es zu weiteren Rückfällen nach einer depressiven Phase kommen. Was eine Wochenbettdepression auslöst, ist weitestgehend unbekannt. Es wird vermutet, dass ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren verantwortlich ist. So etwa die hormonellen Schwankungen nach der Schwangerschaft. Es ist auch möglich, dass Frauen eine genetisch bedingte Anfälligkeit für Depressionen aufweisen. Diese kann durch Stressereignisse wie die Geburt des Kindes oder die veränderte Lebenssituation ausgelöst werden. Auch bestimmte Umstände können eine Wochenbettdepression begünstigen. Das sind zum Beispiel vielzählige Geburten, Fälle von Depression in oder nach der Schwangerschaft in der eigenen Familie, Angststörungen in der Schwangerschaft oder auch belastende Lebenserfahrungen wie zum Beispiel das Miterleben häuslicher Gewalt. Aber bestimmte körperliche Anzeichen wie Schlaflosigkeit oder Gewichtsverlust treten zwar oft bei Depressionen auf, sie sind aber auch normal in der Wochenbettzeit. Daher steckt nicht immer eine Depression dahinter. Zur Feststellung einer Wochenbettdepression wird ein Fragebogen herangezogen. Betroffene bewerten, inwiefern die Aussagen auf sie selbst zutreffen. Zum Beispiel, ob sie ohne Grund ängstlich oder besorgt waren. Eine Wochenbettdepression kann nicht medikamentös, medikamentös oder mit einer Kombination aus beidem behandelt werden. Welche Therapie die passende ist, muss gemeinsam entschieden werden. Ziel der Behandlung ist es, dass die Symptome nachlassen und Rückfälle verhindert werden, sodass man das neue Familienglück genießen kann. Weitere Informationen zum Thema Wochenbettdepression und wie man sie vom Babyblues abgrenzt, finden Sie auf dem Gesundheitsportal der Stiftung Gesundheitswissen. Wissen ist gesund.